Du siehst übrigens umwerfend aus. Alternativen? Bestimmt. Wir brauchen den perfekten Song. Das könnte was sein hier. naja, versuch's, wenn du meinst. Noch eine andere Platte. Wohl nicht ganz das, was wir uns vorgenommen haben, was? Tristan, bist du da drin? Typisch. Sex und keine Romantik, was mache ich hier eigentlich? Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Morgen. Du willst schon gehen? Naja, ich dachte, du bist... Dann muss ich das alles alleine aufessen. Nicht in Frage. Wow. Ich muss los. Sex. Wir haben total versagt. Also, ich fand's trotzdem nett gestern Abend.
I am ready in your captivity. Für Bella. Vorsicht, diese Musik ist nicht für den Verkehr geeignet. Menschen, die mir etwas bedeuten, nicht gut. Und darum gehe ich, bevor die nächste Katastrophe passiert. Just to stay in your good grace. Lately I've been thinking maybe you're not ready for me. Ich will nichts hören, behalte deine schmutzigen Details für dich. Hey, ich hab doch gar nichts gesagt. Das musst du auch gar nicht. Ein Blick genügt nämlich, um zu sehen, dass es nicht funktioniert hat. Ihr habt's getan und jetzt bist du erst recht in Tristan verknallt. Herzlichen Glückwunsch. Moment mal, du hast doch gar keine Ahnung. Ja, glaub mir, ich weiß ganz genau, wie das läuft. Wir hatten keinen Sex. Wie jetzt? Ja, es ist nichts passiert. Und was habt ihr dann die ganze Zeit gemacht? Nichts. Nichts. Wollte er nicht oder konnte er nicht? Wir haben einfach gemerkt, dass es nicht funktioniert und dann haben wir es eben gelassen. Einfach so? Ja, einfach so. Und was ist mit dieser, ich zitiere, unerträglichen sexuellen Spannung, die ihr unbedingt abbauen müsst? Mann, der ganze Plan war von Anfang an Quatsch. Also haben wir es eben sein lassen und es war trotzdem total schön. Gut, dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt euch das Ganze nur eingebildet und werdet jetzt richtig gute Freunde, oder ihr seid zu verknallt für eine schnelle Nummer. In dem Fall solltet ihr eine Beziehung anfangen. Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Die hast du vergessen. Danke. Bitte, nimm Platz. Okay. Ich habe schon dreimal mit meinem Therapeuten telefoniert. Warum? Naja, ich habe die Nacht mit einer wunderschönen Frau verbracht, ohne mit ihr zu schlafen. Das hat mich irgendwie irritiert. Wahnsinn. Also mir ist letzte Nacht was klar geworden. Vielleicht war es gut, dass wir es nicht getan haben. Wahrscheinlich haben wir beide gewusst, dass es so nicht funktioniert. Was? Na, der Spannungsabbau durch Sex. Also, wir können das sofort nochmal versuchen. Nicht, dass sich das irgendwie noch festsetzt. Es funktioniert aus einem ganz einfachen Grund nicht. Ich weiß, du denkst, ich kann nicht. Nein. Ich denke, wir sind ineinander verknallt. Tristan. Lass es uns doch einfach miteinander versuchen.